Hier haben wir am Wochenende Sonnenbrandgefahr in Deutschland und das gilt für einige Regionen, aber eben nicht für das ganze Land. Und deswegen schauen wir auf die UV-Belastung, die ist im Norden nur gering, allerdings in der Mitte und im Süden auf jeden Fall mäßig, in der Mitte, im Süden sogar stark. Das bedeutet besonders für die hellhäutigen Menschen, aber generell für fast alle, weil die Haut jetzt noch nicht an die Sonne gewöhnt ist nach den Wintermonaten, dass wir, wenn wir um die Mittagszeit oder am Nachmittag längere Zeit draußen sind, auf jeden Fall uns mit Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor einschmieren sollten. Dazu kommen im Norden Wolken. Das ist mit ein Grund, warum hier die UV-Belastung geringer ist. Regen ist allerdings leider, muss man sagen, kaum mit von der Partie. Aber die Sonnenstunden gehen doch so ein bisschen in die Knie, gerade mal 3 bis 5, im Übergangsbereich etwa 8. Und in der Mitte und im Süden Deutschlands ändert sich nichts. Die maximale Ausbeute also 12 Sonnenstunden. Das ist die Situation am Samstagnachmittag. Deswegen hier in der Mitte und im Süden hohe Waldbrandgefahr. Weiterhin im Norden auch kein Regen, aber eben die dichteren Wolken. Aber so ein bisschen kommt auch hier die Sonne durch. Auch die kühlere Luft setzt sich ein bisschen weiter ins Landesinnere durch mit etwa 9 bis 13 Grad. Für die meisten sind es 15 bis 20 und hier im Südwesten sogar bis zu 21 Grad. Ja, dann kommt der Sonntag, da lösen sich hier die Wolken über der Nordhälfte und dann auch über der Mitte Deutschlands allmählich auf. Es wird dann also auch hier freundlicher, wenn auch nicht absolut sonnig. In der Mitte und im Süden Deutschlands ändert sich praktisch nichts. Das sehen wir wieder an den Sonnenstunden, also so etwa ab den Mittelgebirgen und südlich davon um die 12 Sonnenstunden, im Norden etwas weniger, 6 bis 9, ist aber auch noch durchaus ein freundlicher Eindruck, den wir hier haben. Und die Temperatur nach wie vor unterschiedlich, im Norden etwa 10 bis 14 Grad, aber so ab der norddeutschen Tiefebene bis nach Süden hin teilweise ja 20, 21 Grad und das fast flächendeckend, zumindest in den tieferen Lagen.